Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde, zu einer Aktienanalyse mit Jonathan Neuscheller. Jonathan, schön, dass du gekommen bist. Hi Thorsten und hallo an alle Zuschauer. Genau, du hast was für uns vorbereitet. Es geht um das Thema Müll, ob man mit Müll Geld verdienen kann. Wir wissen wahrscheinlich aus eigener Erfahrung, jeder von uns hat schon mal was gekauft, was im Nachhinein kaputt gegangen ist. Und insofern könnte man sagen, ja, irgendjemand anderes hat damals Müll verdient, das ich gekauft habe. Aber bei uns geht es jetzt um was Ernsthaftes, nämlich um ein Unternehmen, das mit Müll Geld verdient. Willst du verraten, welches Unternehmen es sich handelt? Ja, klar. Also wir sprechen über Waste Management, den Nummer 1 Abfall- und auch Recycling-Konzern der USA. Ist börsennotiert und aus meiner Sicht, ja, wie viel wollen wir vorwegnehmen? Schon eine ziemlich spannende Unternehmung. Allerdings hat sie auch die ein oder andere Sache, die jetzt für den Investor nicht ganz so optimal ist und da werden wir drauf eingehen. Ja, richtig. Und an dieser Stelle jetzt ein ganz großes Dankeschön an Jonathan. Er hat die Aktienanalyse auch dann auf dem Aktienfinder-Blog veröffentlicht. Das machen wir jetzt parallel. Wir arbeiten so zusammen, weil wir die gleichen Ziele haben, Jonathan. Also wir stehen beide für langfristiges Investieren und uns macht es beiden ziemlich viel Spaß. Und so haben wir uns gefunden und wir arbeiten einfach locker zusammen miteinander, oder? Genau. Im Sinne der Community. Genau. Okay, ich zeige euch mal ganz kurz hier, das ist die Aktienanalyse vom Jonathan mit deinem schönen Cover. Das Ganze, was wir sagen und noch viel mehr, das könnt ihr euch dann hier auf dem Aktienfinder-Blog anschauen. Also ist sehr, sehr ausführlich geworden, über 4000 Wörter, die habe ich alle schon gelesen, ganz wissbegierig. Und wir werden einige interessante Auszüge davon vorstellen, damit ihr mit Jonathans Hilfe am Ende wisst, ob die Aktie für euch interessant ist und falls ja, dann müsst ihr auf jeden Fall noch diese Aktienanalyse lesen. Danach seid ihr noch schlauer als vorher. Da würde ich einfach mal sagen, Jonathan, wollen wir anfangen mit Waste Management? Sehr gerne. Lass uns davor noch klarstellen, ich habe auch die Aktien in meinem Depot. Also einfach als Transparenzhinweis, ist aber so ein riesiges Unternehmen, dass wir durch dieses Video eh keine Kursbewegung verursachen werden. Außer wir haben ein paar Milliardäre unter den Zuschauern, die dann hier kräftig zuschlagen. Aber nein, also da wird nichts passieren. Die ist super liquide. Und was ist noch das Wichtige? Genau, noch ist noch eine andere Sache wichtig. Das ist natürlich keine Empfehlung, sondern wir tauschen unsere Meinung hier aus und was ihr aus der Aktie macht oder nicht, müsst ihr dann selbst beurteilen. Richtig. Ich habe noch kein Waste Management im Depot. Müssen wir mal gucken, ob der Jonathan mir das jetzt so wässrig machen kann, den Mund, dass ich dann noch spontan Kauf tätigen werde heute. Mal schauen, Thorsten. Okay, dann würde ich mal sagen, wir zeigen hier mal vielleicht den Aktienfinder als Einstieg. Also wir haben hier mal Waste Management und zwei Wettbewerber. Es gibt insgesamt vier Wettbewerber, nee, drei Wettbewerber von Waste Management, noch ein kleineres Unternehmen, aber ich denke, da greife ich schon vor. Wir sollten vielleicht mal Jonathan erstmal sprechen lassen, ein bisschen, ja, was macht denn Waste Management? Für wen ist denn die Aktie potenziell interessant? Ja, du, das Geschäftsmodell ist relativ einfach zu verstehen, einfach zu erklären. Wenn wir beispielsweise einen Joghurtbecher im Supermarkt kaufen, ja, dann löffeln wir den Joghurt aus und dann werfen wir den Becher in den Mülleimer und dann ist im Kopf sozusagen das Thema, das Produktleben für uns beendet. Aber es muss natürlich letztlich der Mülleimer irgendwann auch geleert werden und das ist dann der erste Schritt, also das Aufsammeln von Abfall von Müll durch Lastwagen, wie wir das auch in Deutschland kennen. Das wird aber natürlich nicht nur bei privaten Haushalten gemacht, das wird auch bei Restaurants, bei Hotels, aber auch bei Baustellen und anderen Industriekunden gemacht. Und dieser aufgesammelte Müll wird dann meistens zuerst mal zwischengelagert, weil in der Nähe von solchen Großstädten hat man nicht unbedingt direkt eine Mülldeponie. Dann wird das verdichtet und in noch größeren Lastwagen oder auch Zügen voll auf eine Deponie gefahren, wo der Müll dann letztlich in ein großes Loch gekippt wird und dann beobachtet wird. Da wird dann darauf geachtet, dass möglichst wenig Schadstoffe in die Luft gehen oder ins Wasser gehen. Oder aber, was vielleicht auch die bessere Lösung ist, er wird nicht direkt in die Deponie gekippt, sondern er wird recycelt. Da betreibt das Unternehmen dann spezielle Recyclinganlagen, die beispielsweise die Bestandteile wie Papier, Glas, Plastik und so weiter auftrennen und dann tonnenweise wieder weiterverkaufen, dass sie ein zweites Mal dem Wirtschaftskreislauf zugefügt werden.
Gibt es noch eine dritte Möglichkeit, was wir mit dem Müll machen können? Wir können ihn auch verbrennen. Da war das früher war das Unternehmen da auch aktiv. Er hat Müllverbrennungsanlagen betrieben. Die wurden allerdings im Jahr 2015 verkauft, weil ihnen das Geschäft zu zyklisch war. Das hing letztlich an den Energiepreisen, die man erzielt hat mit dem Strom, den man da produziert hat. Das heißt, seitdem wird der Müll dann nur noch abgekippt an der Müllverbrennungsanlage und ist nicht mehr Teil der Geschäftsaktivität. Und dann gibt es noch ein letztes Segment. Da geht es einfach darum, so ergänzende Geschäftsmodelle wie Müllentsorgung und Beratung bei ganz speziellen Themen in der Öl- und Gasindustrie oder auch, das ist noch spannend, bei den Deponien, die betrieben werden, da entsteht sogenanntes Deponiegas und das wird dann genommen, um daraus Strom zu produzieren. Also das ist keine Müllverbrennungsanlage, sondern einfach das Gas, das auf den Deponien entsteht und das bringt dann auch nochmal Einnahmen. Okay, apropos Einnahmen, das war jetzt das gute Stichwort. Also man kann tatsächlich mit Müll Geld verdienen und das können wir beispielsweise auch mal kurz nachprüfen hier jetzt im Aktienfinder. Wenn wir jetzt uns einfach mal die langfristige Gewinnentwicklung angucken und das ist ja jetzt schon langfristig, wenn wir bei 2001 anfangen, sind es ja jetzt 20 Jahre, dann sieht man schon, dass es da mal kleinere Einschläge gab. Aber so im Großen und Ganzen, denke ich, kann man davon sprechen, dass hier sehen wir noch mehr seit 1990, innerhalb der letzten 20 Jahre jedenfalls dann die Gewinnentwicklung doch nach oben gezeigt hat. Das Ganze sieht sogar noch ein bisschen schöner aus, wenn wir nicht den bilanzierten, sondern den bereinigten Gewinn nehmen. Das sehen wir dann hier und dann sieht man hier, dass es tatsächlich eine langfristige Gewinnsteigerung gegeben hat. Und das ist ja auch notwendig, Jonathan, um die Dividenden langfristig zu erhöhen. Das wäre dann das Blaue hier und man sieht dann, ich gehe nochmal zurück. Auch schön, dass die Dividenden langfristig auch gestiegen sind. Seit 2014 gibt es nennenswerte Dividendenausschüttungen. Es wurden schon Dividenden vorher ausgeschüttet, aber ihr seht hier 1 Cent im Jahr. Das war doch eine Pseudo-Dividende gewesen. Seit 2014 gibt es richtige Dividenden. Und es ist jetzt ganz kurz, 17, ist das Jahr 2004, nicht 2014. 2014, ja, richtig, Entschuldigung. Seit 2004 gibt es richtige Dividenden. Und seit 17 Jahren jetzt in Summe, glaube ich, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, steigen die Jahr für Jahr und sie sollen laut den Prognosen auch weiter steigen. Insofern, man kann tatsächlich mit Müll Geld verdienen und auch immer mehr Geld verdienen. Willst du vielleicht an der Stelle noch ein bisschen was zur Profitabilität sagen? Weil ich habe hier gerade den Chart auch beispielsweise mit den Margen vor mir. Ja, sehr gerne. Also es sind ja derzeit so viele Unternehmen auf der Suche nach Abo-Modellen, nach wiederkehrenden Umsätzen, Gewinnen, weil diese Planbarkeit letztlich ja auch das ist, was wir Investoren wollen. Und dann springen immer alle in die Softwareindustrie rüber, wo es sicherlich ganz tolle Unternehmen gibt, aber es gibt halt auch sehr, sehr hohe Bewertungen. Und hier haben wir ein Geschäftsmodell, das auch Abo-ähnliche Umsätze ermöglicht, denn dieser Müll, der wird über mehrere Jahre ausgeschrieben, die Abholung, Entsorgung und dann wird da Woche für Woche oder Monat für Monat eben abgeholt. Das haben wir jetzt auch in der Corona-Krise gesehen. Wir können vieles ins Homeoffice verlagern, aber eben nicht die Entsorgung vom Müll. Das geht nicht so einfach wie der digitale Mülleimer per Mausklick, sondern das muss abgeholt werden. Und deswegen haben wir hier ein sehr robustes Geschäftsmodell. Und insofern ist das eigentlich eine sehr schöne Sache für einen langfristigen Investor. Die Gewinnmarge, die hast du jetzt angesprochen, Thorsten, die zeigt unter gewissen Schwankungen nach oben, was auch ein sehr guter Indikator ist, nämlich ein Indikator dafür, dass der Burggraben oder die Preissetzungsmacht ansteigt. Warum gibt es da gewisse Schwankungen? Wir haben in einzelnen Jahren Sondereffekte gehabt, beispielsweise 2013 und auch 2015. Da gab es Restrukturierungen, den schon angesprochenen Verkauf der Müllverbrennungsanlagen. Da gab es eine vorzeitige Zurückzahlung von sehr teurem Fremdkapital. Und das waren einfach einmalige Effekte. Im Jahr 2020 war es die Corona-Krise, die einfach dazu geführt hat, dass beispielsweise auf einigen Baustellen dann der Betrieb reduziert oder gar eingestellt wurde. Und dann musste natürlich auch nicht so oft da dieser Müll abgeholt werden. Aber alles in allem ist es dem Unternehmen jetzt auch im Jahr 2020 gelungen, 90% des Gewinns und des geplanten Cashflows auch noch einzustreichen. Also es gab einen leichten Rückgang, aber jetzt nichts Bedrohliches. Das Unternehmen generiert weiterhin Cash und das zeigt einfach, wir haben eine ganz leichte Abhängigkeit von der Konjunktur, aber es ist jetzt kein dramatisch zyklisches Geschäft wie andere Branchen. Also die Restrukturierungskosten, die kann man hier gut sehen, 2013 und 2015, die du gerade erwähnt hast, die den bilanzierten Gewinn gedrückt haben.
Man sieht aber auch im Aktienfinder, dass es was Außergewöhnliches gewesen ist, wenn man entweder hier hingeht und dann vergleicht mit dem bereinigten Gewinn. Da sind nämlich diese außergewöhnlichen Restrukturierungskosten nicht enthalten. Und da sieht man, dass es operativ weiterhin gelaufen ist. Und was wir auch schön sehen, das ist, finde ich, hier diese Wellenbewegung. Vielleicht sieht man es so noch ein bisschen besser. Also, wie du sagtest, Jonathan, das Ganze ist etwas zyklisch, aber es sind so Wellen, die so tendenziell nach oben gehen. Ja? Also ja, das heißt, die Marge, die wird tendenziell immer höher. Also wir kommen hier dann von 13%, waren dann mal bis bei 18% und sollen dann angeblich laut, also müssen dann auch sogar mal bis 19% dann gehen in den nächsten Geschäftsjahren. Ja, man muss ja auch berücksichtigen, die Y-Achse bei der operativen Marge, die beginnt jetzt bei 12%. Das ist ja immer noch eine riesige Gewinnmarge. Ja, wenn die bei 0 stehen würde, dann wären wir am unteren Ende des Videos. Also das ist immer noch eine hohe Gewinnmarge möglich, auch in scheinbar schlechten Jahren. Warum kann die Gewinnmarge gesteigert werden? Wir sehen einfach in dieser Branche eine Konsolidierungsdynamik. Das heißt, es gab und auch gibt noch jetzt noch ganz viele kleine Anbieter, die vielleicht ein lokales Unternehmen aufgebaut haben, eine Mülldeponie betreiben und die tun sich zunehmend schwer, in diesen Ausschreibungen dann immer mitzumachen, auch das Kapital zu investieren. Die tun sich auch schwer, bei Großprojekten dabei zu sein. Und deshalb sieht man hier halt total oft, dass die großen vier, wie auch in anderen Branchen, gibt es ja auch der Big Four, dass die dann mit ihrem Kapital zur Tat schreiten und da immer wieder sich was einverleiben. So die Umsätze natürlich noch umso stärker wachsen. Und letztlich jeder Wettbewerber, der aus dem Rennen geht, macht es natürlich auch leichter, dann eine entsprechende Gewinnmarge durchzusetzen. Ja, richtig. Also Waste Management, ich weiß gar nicht, ob du es schon erwähnt hattest, ist wirklich der Platzhirsch in der Runde, auch im Platzhirsch in der Runde der börsennotierten Müllentsorger, wenn ich es mal so nennen darf. Es gibt insgesamt 4 börsennotierte Unternehmen, Jonathan, richtig? Ja, also die sind jetzt mal bekannt in den USA. Gibt vielleicht noch welche mit angrenzendem Geschäftsmodell, aber von diesen Pure Plays, die wirklich ein ähnliches Geschäftsmodell haben, sind mir diese 4 bekannt. Da gibt es ja auch eine schöne Grafik hier in der Analyse, soll ich mal vielleicht zeigen, weil es hier gerade reinpasst. Da sind sie. Wir haben die 3 hier im Aktienfinder. Das ist ein relativ neuer Kandidat an der Börse und ist auch der kleinste. Wir heißen die GFL. Und hier haben wir Waste Management und ihr seht ja auch den Umsatz entsprechend, dass Waste Management 50% mehr Umsatz macht als beispielsweise die Nummer 2. Das wäre Republic Services. Es ist aber allerdings auch eventuell etwas nachteilig an der einen oder anderen Stelle, dass sie so groß sind. Also wir haben so die Skaleneffekte und auch dadurch, dass sie eine sehr gute Infrastruktur haben, Waste Management, beispielsweise Mülldeponien im ganzen Land, relativ kurze Anfahrtswege beim Müll einsammeln und wieder abladen und so weiter, gibt es doch auch gewisse Institutionen in den USA, die ein Augenmerk drauf legen, dass der Wettbewerb trotzdem fair bleibt und die kleineren Konkurrenten nicht ganz kaputt gehen, zum Beispiel das US-Justizministerium. Kannst du dazu was sagen? Ja, also letztlich ist ja die Beobachtung, dass das KGV von Waste Management als das mit am profitabelsten arbeitende Unternehmen am geringsten ist im Branchenvergleich. Und das ist ja erstmal widersprüchlich, wenn der Anbieter, der das beste Geschäft macht, die geringste Bewertung bekommt. Aber letztlich ist das wahrscheinlich einfach damit zu erklären, dass für Waste Management die Zeit der großen Übernahmen jetzt vorbei zu sein scheint. Das wurde auch im jüngsten Management-Call so nochmal verkündet und bestätigt. Sie haben im Oktober 2020 die letzte große Übernahme des früher viertgrößten Müll- und Abfallunternehmens der USA voll abgeschlossen. Das bringt ihnen jetzt dieses Jahr auch einen Umsatzanstieg von etwa 11%. Ohne diese Übernahme würde der Umsatz nur um 4% wachsen. Aber da gab es jetzt schon so viele Auflagen, dass sie da auch wieder Teile verkaufen mussten. Und das hat letztlich auch viel, viel länger gedauert, als sie gedacht haben, sodass auch jetzt die Aussage kam, hey, in Zukunft werden wir keine riesigen Übernahmen mehr machen können. Wir werden vielleicht in dem einen oder anderen Bundesstaat irgendein kleines Unternehmen noch kaufen können. Aber wir werden jetzt nicht mal die Nummer 2, Nummer 3 oder Nummer 4 von der Börse wegnehmen können. Und das führt halt dazu, dass dann letztlich auch das geringere KGV ein Stück weit angemessen ist, weil wenn weniger Wachstumspotenzial vorhanden ist, dann muss die Bewertung halt geringer sein. Genau, also von Zukäufen können wir in Zukunft nicht mehr allzu viel erwarten. Und was du angesprochen hattest, Jonathan, das haben wir ja auch hier auf dem Schirm,
Ich bin draufgekommen durch interessante Abweichungen bezüglich Angaben des freien Cashflows, was wir im Aktienfinder haben und was dann in der letzten Pressemitteilung von Waste Management gemacht worden ist. Der freie Cashflow von Waste Management für das Geschäftsjahr 2020, jetzt blende ich uns nochmal ein, weil ich rede jetzt die ganze Zeit doch und zeige nichts vom Schirm, der ist um über 800 Millionen Euro zusätzlich höher, als er aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit gewesen wäre, weil sie gezwungen worden sind, Unternehmensanteile zu verkaufen. Also Waste Management ist im Zusammenhang mit der letzten Übernahme, da wurden Auflagen gemacht vom US-Justizministerium und da mussten dann einige Müllhalten verkauft werden. 15 Müllhalten lese ich hier gerade, 37 Transferstationen und einiges anderes mehr. Und da sieht man schon, was Jonathan auch gesagt hatte, die Auflagen sind natürlich streng. Also die Kartellbehörde, das US-Justizministerium, die haben da schon ein Auge drauf, dass Waste Management sich nicht sozusagen den kompletten Müllmarkt unter den Nagel reißt und dann eine Art Monopolbildung macht. Insofern, ja, niedrigeres KGV gerechtfertigt, weil die Wachstumsfantasie, die zugekaufte Wachstumsfantasie halt entsprechend ausbleibt für die Zukunft. Nur noch kleinere Zukäufe wahrscheinlich. Was auch noch interessant ist, und da möchte ich gleich mal präventiv drauf eingehen, ich sagte bereits, der freie Cashflow hier im Aktienfinder, der liegt bei 4,17 Dollar fürs laufende Geschäftsjahr und nicht bei, wie viel hat Waste Management ausgewiesen, Jonathan? 5,30 Dollar in der Richtung, also deutlich mehr, sage ich mal, und das sind halt die 800 Millionen noch drinne, die Waste Management außerordentlich bekommen hat. Da müsst ihr also immer ein bisschen aufpassen mit den Zahlen, wie die zustande kommen. Und deshalb wollte ich das jetzt mal im Vorfeld erwähnen. Ja, lass uns das doch noch kurz wirklich als Kritik auch aufgreifen. Und zwar, da muss ich das Waste Management Management, also das Management von Waste Management, schon kritisieren, weil wenn sie eine Übernahme tätigen, ist der Cash-Abfluss, der bezahlt wird, ja, das ist natürlich keine Minderung des Free Cashflows, aber wenn sie was also verkaufen, dann zählen sie das natürlich hinzu. Ja, also so kann man natürlich, das Problem ist halt, der Free Cashflow ist nicht so sauber definiert wie der Gewinn nach irgendwelchen Rechnungslegungsvorschriften, wobei es auch da enorme Möglichkeiten gibt. Und das führt dann einfach dazu, dass vielleicht uns Investoren hier auch vorgegaukelt werden soll, wie hoch dieser freie Cashflow doch scheinbar wäre. Und dann hilft halt da dann schon der Blick zum Beispiel auf den Aktienfinder oder eben auch selbst in die Geschäftsberichte, Cashflow-Rechnungen, um sich das nochmal bewusst zu machen, dass letztes Jahr eben aus dem eigentlichen fortgeführten Geschäft oder aus dem normalen Geschäft eben eher 2,0 Milliarden Free Cashflow entstanden sind und nicht die 2,6. Die waren einfach ein einmaliger Verkaufserlös von einigen Aktivitäten, die sie nicht übernehmen durften. Ja, richtig. Also wie kann man das jetzt in der Praxis herausfinden? Da gibt es, ohne jetzt jedes Mal in den Geschäftsbericht gucken zu müssen, ist natürlich Best Practice, aber kostet Zeit, indem man einfach hier mal ein bisschen guckt, wie das so gelaufen ist. Und wenn dann plötzlich irgend so eine Spitze käme, eine außergewöhnliche Spitze, dann ist es immer ein Hinweis darauf, dass da auch irgendwas Außergewöhnliches passiert ist. Entweder wenn wir einen starken Einbruch haben, dann wäre es quasi die Spitze nach unten, oder wenn wir einen starken Ausschlag nach oben haben und dann geht es wieder zurück, dann denkt man immer, da ist irgendwie irgendwas passiert und da ist dann also irgendwas Erklärungsbedürftiges. Ab und zu sieht man es auch noch an den Margen, in diesem Fall aber nicht. Gut, wollen wir uns mal so ein bisschen was auf die, wollen wir ein bisschen auf die Verschuldung eingehen, wie es um die Bilanz bestellt ist von Waste Management? Das ist natürlich eine schwierige Frage, weil jeder hat bei der Bilanz andere Kennzahlen oder bei der Verschuldung, bei der finanziellen Stabilität, auf die man achtet. Deswegen ist es da super schwierig, jetzt zu sagen, es ist so oder so. Grundsätzlich glaube ich, dass die Bilanz beziehungsweise dass die finanzielle Stabilität des Unternehmens gesund ist, was einfach darin liegt, dass sie eine sehr hohe Cashflow-Generierung haben, die auch sehr zuverlässig ist. Auch jetzt im Jahr 2020, wie gesagt, 2 Milliarden ohne diesen Verkauf von Aktivitäten immer noch an freiem Cashflow. Und dieses wiederkehrende Geschäftsmodell, Abo-ähnlich, das sorgt einfach dafür, dass man typischerweise in der Lage sein sollte, seine Verpflichtungen zu erfüllen. Mhm. Aber wenn man jetzt mal die reine Bilanz anschaut, dann haben wir da mehr Goodwill als Eigenkapital. Das heißt, im Grunde genommen, wenn man sagt, für mich ist Goodwill keine werthaltige Bilanzposition, dann arbeitet das Unternehmen
entsprechend mit negativem Eigenkapital, wenn man das so betrachtet, liegt halt einfach daran, dass das Unternehmen in einer Situation ist, in der es das eingesetzte Kapital sehr, sehr stark verzinsen kann. Und letztlich, ich persönlich schaue mir eigentlich immer besonders gerne an, mit dem wievielfachen freien Cashflow ein Unternehmen verschuldet ist. Das ist dann der sogenannte dynamische Verschuldungsgrad. Da schaut man dann einfach, wie viele Jahre das Unternehmen brauchen würde, wenn es jetzt keine Dividende mehr zahlen würde, um alle Finanzverbindlichkeiten zu tilgen. Und da sind wir gerade bei so 5,8 Jahren, was durchaus ja einiges ist an Verschuldung. Aber auf der anderen Seite ist es jetzt auch nicht niemals rückzahlbarer Schuldenberg, sondern das wäre dann schon irgendwann zurückgezahlt. Ja, also es hat immer Vor- und Nachteile. Es gibt ja auch die Leute, die sagen, ich hätte am liebsten nur Eigenkapital, aber dann muss man halt wissen, dass man erstmal, weiß ich nicht, 6 Jahre lang auf seine Dividende verzichten müsste und da die Fremdkapitalgeber einem derzeit das Kapital ja fast hinterherwerfen, ist es natürlich auch sinnvoll, etwas günstiges Kapital einzusetzen und nicht nur das teure Fremdkapital. Mhm. Ich habe mir auch mal kurz hier im Aktienfinder die ganze Geschichte angeschaut. Und wenn wir jetzt mal so ein bisschen reinzoomen, was mich gewundert hat, wenn wir jetzt mal hier, das machen wir mal raus, also das sind die Schulden, die zu verzinsen sind. Und dann holen wir uns mal noch die liquiden Mittel rein, das wäre das hier. Und ihr seht die liquiden Mittel gar nicht, weil das so wenig gewesen ist in den Jahren 2015, einschließlich 2018. Die hatten beispielsweise mal, ich muss mal gucken, hier 22 Millionen US-Dollar an liquiden Mitteln. Und da sind auch die Wertpapiere im Umlaufvermögen schon drin. Ja? Also das ist nicht nur der Cashbestand. Nur 22 Millionen Dollar bei beispielsweise Schulden von 9,5 Milliarden Dollar. Das ist eigentlich extremst wenig. Das habe ich selten gesehen. Ich kann mich eigentlich nicht erinnern, dass ich es jemals gesehen habe in dieser Größenordnung. Ist das bedenklich? Nein, es funktioniert. Aber es funktioniert nur dann, wenn genau das passiert, was der Jonathan gesagt hat, wenn der Cashflow extrem vorhersehbar ist, ne, dann kann man so, und das heißt Treasury Management, Liquiditätsmanagement, dann kann man sowas machen, auf so einer engen, mit so einer engen Nadel gestrickt. Wenn es nicht so vorhersehbar wäre, der Cashflow, dann müsste ein höherer Cashbestand da sein. Übrigens auch noch interessant, also im Jahr 2019, da gab es dann die letzte große Übernahme, voraussichtlich letzte große Übernahme für die nächsten Jahre. Und da seht ihr dann auch, dass dann die Schulden nochmal angestiegen sind. Das sind übrigens die zu verzinsenden Schulden. Von 10 Milliarden sind die auf 14 Milliarden angestiegen. Man hat es genommen, um Liquidität aufzubauen. War ja keine da vorher, das habe ich ja gerade gesagt. Vorher gab es eben keine. Da waren es nur 61 Millionen. Nach den neuen Schulden waren es über 3,5 Milliarden und die sind jetzt auch schon im Prinzip wieder weg, weil man hat ja jetzt eben diesen Kauf gemacht. Entsprechend ist dann hier das bilanzierte Vermögen ja auch gestiegen und insbesondere, wie Jonathan erwähnt hat, der Goodwill sollte eigentlich auch gestiegen sein. Ja, aber nur unwesentlich, 100 Millionen US-Dollar. Ja, aber das war ja auch zum 31.12.2020, weißt du, die haben richtig, ja jetzt Mokrobe übernommen. Richtig, ja. Hier ist er gestiegen. Hier ist er gestiegen von 6,5 auf 9 Milliarden, also doch dann recht deutlich, ne, Jonathan? Ja. Und das ist natürlich auch eine riesige Position, das Ganze. Und hier seht ihr dann auch entsprechend die Schuldenquote hier, die dann auch gestiegen ist. Jonathan hat auch erwähnt gehabt, hier dann den Free Cashflow und wie lange es dauern würde, bis das Unternehmen seine Schulden abzahlen könnte, komplett. Er hat die 5 Jahre gerechnet, aber die 5 Jahre ohne Dividendenzahlung, also wenn die Dividenden eingestellt werden würden. Dividenden kosten ungefähr 930 Millionen Euro, Dollar, lässt sich das Waste Management kosten. In den letzten 4 Quartalen war das der Betrag. Der freie Cashflow war jetzt hier 1,8 Milliarden US-Dollar. Da fehlen jetzt diese gut 800 Millionen US-Dollar vom letzten Zwangsverkauf sozusagen. Das war diese Geschichte hier, wo Waste Management gezwungen wurde, was zu verkaufen. Übrigens, hier der letzte Geschäftsbericht und da sieht man es genau, es waren 865 Millionen Dollar, für die dann verkaufen mussten, normal Waste Management, damit diese Übernahme hier eben durchgeht, die hier dann getätigt worden ist. Und ihr seht dann, wenn man dann die Dividendenzahlung aber nicht aussetzt, sondern Waste Management weiter Dividenden zahlen lässt und dann verringert sich natürlich der Free Cashflow, was dann übrig bleibt, nennen wir die Tilgungskraft und dann würde das 17 Jahre dauern. Du hast jetzt von 5 Jahren gesprochen. Und wenn die Dividendenzahlungen eingestellt werden, wenn die Dividenden
weitergezahlt werden. Dann kann Waste Management immer noch die Schulden abbauen, aber es dauert entsprechend länger. Und dann wären wir ungefähr bei 17 Jahren, habe ich vorhin schon mal ausgerechnet. Also die Bilanz, sage ich, es gibt Pro und Contra, wenn ich das so das Resümee ziehen sollte. Pro ist definitiv also ein Cashflow, der sehr gut vorhersehbar ist, der selbst in Krisenzeiten nicht so stark sinkt. Das ist für Waste Management insofern gut, dass sie zum Beispiel einfaches Liquiditätsmanagement haben, was ihnen auch erlaubt hat, in der Vergangenheit relativ wenig Geld vorhalten zu müssen. Und sie können auch relativ viele Schulden machen und trotzdem noch die Dividende bezahlen, weil sie so einen schönen Cashflow haben und immer was überbleibt. Contra würde ich sagen, ja, du hast es erwähnt, der hohe Goodwill, den sie haben. Das heißt, die haben fremde Unternehmen gekauft und die haben dafür mehr Geld bezahlt, als diese Unternehmen laut der Bücher, also laut der Bilanzen wert gewesen sind. Risikoposition. Auf der anderen Seite würde ich jetzt sagen, das ist jetzt kein komplett riskantes Geschäftsfeld. Also das Geschäftsmodell, man entwickelt sich ja so ein bisschen weiter. Da kannst du dann auch noch was zu sagen, Stichwort Recycling. Aber es ist im Prinzip ja doch relativ konservativ. Wenn ich jetzt im Softwarebereich was übernehme, eine neue Firma, kauft dann irgendeine Softwareplattform, kenne den Code vielleicht gar nicht, der dahinter steht oder sowas, könnte ich mir vorstellen, da habe ich ein höheres Risiko, dass die Übernahme schiefläuft, weil ich dann zum Beispiel sehe, dass die Plattform sich integrieren lässt in meine Plattform. Aber wenn ich jetzt einfach nur andere Müllhalden kaufe oder so, ein bisschen plakativ gesprochen, das Risiko, dass es schief geht, ist doch nicht so hoch, oder? Also ich fand, du hast ein gutes Fazit gezogen, Thorsten. Man muss natürlich wissen, dass US-Unternehmen typischerweise mit mehr Fremdkapital arbeiten wie viele deutsche Unternehmen. Das ist auch hier der Fall. Das hat in diesen schwarzen Schwan-Szenarien manchmal Nachteile. Ja, das muss man sich einfach bewusst sein. Auf der anderen Seite hat es in normalen Zeiten auch Vorteile, weil einfach beispielsweise durch beschleunigte Aktienrückkäufe dann letztlich sowas wie der Gewinn je Aktie umso stärker ansteigen kann, wie bei einem finanziell sehr vorsichtig geführten Unternehmen. Es gab jetzt in der letzten, im letzten Management-Call sogar die Frage, ob sie die Verschuldung nicht erhöhen wollen. Warum? Weil die 2020er-Krise gezeigt hätte, wie krisensicher der Cashflow wäre. Ja, und wenn der Cashflow krisensicher ist, dann könnte man ja einen noch größeren Hebel sozusagen auf den Cashflow als Fremdkapital sich erlauben. Hat der CEO dann auch gemeint, ja, sie werden mal darüber sich Gedanken machen. Aber also insofern, da ist halt dann diese amerikanische Philosophie der Maximierung des Aktionärs oder der Aktienrendite dahinter. Noch ganz kurz etwas zur Liquidität. Ja, das muss man vielleicht auch damit vergleichen. Da gibt es ja auch verschiedene Philosophien. Die einen haben gerne immer in ihrem Geldbeutel 500 Euro, damit sie immer liquide sind, ja, auch wenn mal der Restaurantbesuch oder Barbesuch etwas länger und teurer wird. Die anderen haben zwar nur 2 Euro im Geldbeutel und auch 0 Euro bei der Bank, aber sie haben halt einen Dispo-Kredit, der ist ihnen trotzdem noch möglich, liquide zu bleiben. Und ich vermute, dass auch hier einfach ungenutzte Kreditlinien, die dem Unternehmen aber zugesagt sind, der Grund dafür sind, warum sie mit so wenig Liquidität fahren können. Das macht ja, glaube ich, auch BASF so oder so, wenn man da mal nachliest im Geschäftsbericht. Die haben auch nicht wirklich viel Liquidität. Und dann ging die ja, wie von dir angesprochen, halt hoch, wenn man Anleihen begeben hat, um dann den Kaufpreis für diese Übernahme zu finanzieren. Und jetzt ist sie wieder unten, weil man wieder bei diesen Kreditlinien rumhängt. Also da wird schon mit Fremdkapital gearbeitet und da muss man insbesondere bei zyklischen Unternehmen dann extrem aufpassen, wenn dann der Cashflow versiegt und nicht mehr da ist, dann wird's blöd. Aber solange man der Meinung ist, dass der Cashflow sicher ist, dass der da ist, ist es jetzt auch nicht so super gefährlich. Ja, richtig. Also von der Seite denke ich auch, droht da jetzt keine unmittelbare Gefahr und sogar den Goodwill, den würde ich jetzt branchenspezifisch gar nicht so überstrapazieren. Also wobei sie, ich glaube, 2013 oder 2013 mal 500 Millionen abschreiben mussten. Ja, das kann dann schon mal passieren. Aber ja, also Goodwill-Diskussion könnten wir auch ein eigenes Video dazu machen. Hat sicherlich gewisse negative Schlagzeilen, aber man darf nicht vergessen, da fließt kein Geld ab, wenn es zu dieser Abschreibung kommt. Richtig, ja, ich kann das nachvollziehen, stimmt, da ist mal Goodwill abgeschrieben worden zwischen 2013 und 2014. Ich nehme alles zurück, eine sehr heikle Branche. Ja. Okay, gut. Sollen wir mal zur Renditeerwartung gehen, was man mit der Aktie so machen könnte im Depot? Wäre vielleicht noch ganz interessant. Eventuell können wir ja mal gucken, wie die Aktie bewertet ist, ob im historischen Zeitverlauf, beziehungsweise wir können mal gucken, mit welcher Rendite man gefahren ist im historischen Zeitverlauf. Also wir haben ja hier
wenn wir mal gucken, die Kursentwicklung seit dem Jahr 2001, dann sehen wir im Prinzip, dass Waste Management, muss ich schon fast sagen, relativ lange Zeit eine Nullnummer gewesen ist, beziehungsweise relativ nah an der Null. Wir haben ja aufs Jahr dann eine Rendite von 2,7%. Angefangen hier vom Jahr 2001 bis zum Jahr 2012, also über 11 Jahre, war Waste Management jetzt nicht unbedingt so die heiße Nummer gewesen. Dann hat sich das Blatt aber tatsächlich gewendet und dann seht ihr, dass Waste Management plötzlich in Anführungszeichen zu einem doch überdurchschnittlich guten Investment geworden ist. Angefangen dann hier im Spätjahr 2012 bis heute einschließlich, da hätten wir aufs Jahr eine Rendite von 18,3%. Also das ist im Prinzip gut doppelt so viel, wie man eigentlich erwarten darf am breiten Aktienmarkt, zwischen 2- und 3-mal mehr, je nachdem, von wo man ausgeht, von 6 oder 8%. Und da frage ich mich jetzt immer so ganz spontan, wer kann mir erklären, warum in den ersten 10 Jahren, die ich hier markiert hatte, Waste Management fast eine Nullnummer gewesen ist und danach dann die Aktie, ich will jetzt nicht sagen durch die Decke ging, aber mit über 18% jährliche Durchschnittsrendite doch ordentlich die Aktionäre belügt hat. Hast du da eine Erklärung? Ja, also es ist immer schwierig, das auf einen Faktor herunterzubrechen. Ich würde auch mal so ein bisschen sagen, die Flut hebt alle Boote. Ja, wir hatten ja auch 2000, 2001 einen sehr teuren Aktienmarkt generell, der S&P 500. Ja, der hat dann, glaube ich, auch, war auch 10 Jahre später noch unter seinem 2000er Hoch oder so. Habe ich jetzt nicht ganz im Kopf. Beim DAX war es auf jeden Fall so gewesen. Das heißt, letztlich ist es sicherlich auch eine Frage schwankender Bewertungsniveaus. Es gibt einfach Zeiten, in denen Unternehmen mit einem viel höheren Vielfachen des Gewinns bewertet werden, wie in anderen Zeiten. Und das hat natürlich einen Einflussfaktor. Bei Waste Management kommt schon dazu, dass sie ihr Geschäftsmodell in den letzten 10 Jahren umgestellt haben. Wie gesagt, sie haben die Müllverbrennungsanlagen verkauft. Sie haben dafür Zukäufe im eigentlichen Kerngeschäft, also Abholung, Zwischenlagerung, Deponierung. Das haben sie dann ausgebaut, auch Recycling. Da haben sie sich verstärkt. Das hat dazu geführt, dass jetzt insbesondere die letzten 5 Jahre das Umsatz- und auch Gewinnwachstum zugelegt hat. Und wir haben da natürlich noch ein paar andere Faktoren, die auch noch dazu beigetragen haben, neben den generell gestiegenen Bewertungen aufgrund immer geringerer Zinsen und dann natürlich dem Ausweichen in Alternativen, von denen Waste Management wahrscheinlich definitiv eine ist, weil wir haben hier sehr stabile, berechenbare Cashflows und das hat dann halt so ein Stück weit Anleihecharakter. Und wenn die Anleihe nichts mehr abwirft, dann sucht man halt nach Modellen, die noch etwas abwerfen, zahlt da immer höhere Preise und dann ist das ein Faktor. Aber wir haben auch noch andere Faktoren. Wir haben sinkende Zinskosten, weil das Unternehmen arbeitet ja mit Fremdkapital, dann bleibt mehr übrig. Wir haben auch geringere Steuersätze durch die von Präsident Trump angestoßene Steuerreform. Auch das sorgt dafür, dass von jedem Dollar Umsatz mehr übrig bleibt. Und generell hatten wir auch noch den Effekt der gestiegenen Gewinnmarge, die auch wieder dazu beigetragen hat, dass einfach mehr übrig bleibt. Und das alles zusammengenommen ist dann dieser bunte Strauß an Faktoren, die zu dieser Aktienkursentwicklung geführt haben. Ja, das kann man auch gut bestätigen, was du jetzt hier gesagt hast, auch anhand hier des bereinigten Gewinns. Man sieht hier erstmal eine Seitwärtsbewegung und dann haben wir hier tatsächlich steigende Gewinne. Die Unternehmenssteuerreform, die konnte erst hier ab 2017 wirken. Da sehen wir auch mal einen außergewöhnlich starken Gewinnanstieg, könnte damit zu tun haben. Natürlich die sinkenden Zinskosten, die haben schon früher gegriffen beispielsweise. Wir hatten ja die Finanzkrise 2008, 2009. Dann sind die Zinsen, glaube ich, nicht sofort so stark nach unten gegangen, aber im Zeitverlauf immer mehr, sodass Waste Management auch immer mehr davon profitieren konnte. Dann haben wir auch tatsächlich, was du auch schon erwähnt hast, Jonathan, diesen Anleiheersatzcharakter einer Aktie, die dann zu zusätzlichen Käufen geführt hat, sieht man dann in der Bewertung wieder. Wir hatten hier KGVs gehabt, anhand des bereinigten Gewinns, von teilweise während der Finanzkrise 15, unter 15, dann lange um die 16 rum, bis 2012. Und dann hat sich langsam angenähert an die 20 und mittlerweile sind wir bei 27, 28 angelangt. Das heißt, es kamen hier zwei Faktoren zusammen. Zum einen hat das Unternehmen tatsächlich mehr Gewinn gemacht innerhalb der letzten 10 Jahre aus den genannten Gründen. Das alleine rechtfertigt schon einen höheren Aktienkurs. Und dann hat sich das potenziert mit einer immer höheren Bewertung, sodass das dann in Summe dazu geführt hat, dass wir aufs Jahr eine tatsächliche Rendite machen konnten mit dieser Aktie, angefangen vom Spätjahr 2012
bis heute von sage und schreibe über 18% mit Müll sozusagen. Das finde ich schon interessant. Und jetzt natürlich ganz klar, das war die Vergangenheit. Immer interessant, die Vergangenheit. Noch interessanter natürlich die Zukunft, mit welcher Rendite wir rechnen können. Und da hast du in der Aktienanalyse auf dem Aktienfinder-Blog, sage ich deshalb, weil ihr das dann nochmal angucken könnt, weil es jetzt teilweise auch sehr ins Detail geht, selbst dir Gedanken dazu gemacht. Das möchte ich mal kurz zeigen. Und da kannst du uns sicherlich auch noch kurz das ein oder andere zu erklären. Das war unten. Die Analyse ist so wahnsinnig lang, dass man, Gott sei Dank haben wir ein Inhaltsverzeichnis. Also hier seht ihr das Ganze. Möchtest du zu dieser Tabelle was sagen, Jonathan? Ja, du gerne. Also bei der Bewertung ist es so, oder wenn man überlegt, soll ich die Aktie jetzt kaufen oder nicht, da gibt es immer ganz viele verschiedene Verfahren, mit denen man sich der Frage nähern kann. Da hat sicherlich auch wieder jeder Zuschauer Favoriten. Ja, manche arbeiten mit dem KGV gerne, andere arbeiten eben mit der Dividendenrendite oder mit was auch immer. Deswegen, das hat jetzt hier keinen Anspruch auf Vollständigkeit, sondern es ist halt einfach ein Weg, wie man eine Aktie bewerten kann. Und zwar ist das so ein bisschen von der Perspektive, die Eigentümerperspektive. Wir lösen uns davon, dass eine Aktie einen Kurs hat und der nach oben und unten schwankt, und überlegen uns einfach, letztlich ist eine Aktie ja ein Unternehmensanteil. Also wenn wir uns als anteilige Unternehmenseigentümer sehen, dann müssen wir uns ja die Frage stellen, was können wir von diesem Unternehmen bekommen? Und wenn ich eine sehr lange Anlagedauer unterstelle, dann habe ich eben zwei Renditetreiber. Das erste ist, ob der innere Wert meines Unternehmens ansteigt. Da gibt es unter der Annahme, dass sich der Bewertungsfaktor nicht ändert, ist es ja so, ein Unternehmen mit doppelter Ertragskraft ist das doppelte Wert. Ja, ein Unternehmen, ein Mietshaus oder eine vermietete Wohnung als Kapitalanlage, wenn sie die doppelte Miete einbringt, ist sie typischerweise das doppelte Wert, wenn sie andere Faktoren nicht ändern, wie mit der halben Miete. Ja? Und hier ist halt so die Überlegung, dass ich glaube, auf Basis meiner Analyse, aber auch da gibt es viele Faktoren in Zukunft, die das Ganze nach oben oder unten ändern könnten, dass ich glaube, dass der innere Ertrag, die Ertragskraft, der Cashflow oder Gewinn um 3% pro Jahr zulegen kann. Das liegt einfach daran, dass ich eine Inflation von etwa 2% erwarte und 1% Volumenanstieg dem Unternehmen zutraue. Das heißt, 3% Rendite haben wir sozusagen eingefahren, wenn wir uns an diesem Unternehmen beteiligen und tatsächlich die innere Ertragskraft Jahr für Jahr 3% steigen sollte. Jetzt kommt Ganz kurz, die Inflation, das ist vielleicht noch für die Zuschauer interessant. Viele Verträge von Waste Management haben so eine Inflationsklausel drin, ne? Dass wenn jetzt die Inflation um 2% steigt, dann kriegt Waste Management auch 2% mehr vom Kunden. Ja, da gibt es immer bei ganz vielen Unternehmen solche Verträge. Man versucht einfach stark schwankende Faktoren rauszunehmen aus der Preisberechnung. Mhm. Sieht man ja auch bei den Eisenbahnen. Da gibt es dann Treibstoffzuschläge oder Rabatte, je nachdem, wie sich der Diesel- oder Ölpreis entwickelt. Und das haben wir hier halt unter anderem mit der Inflation, dass sozusagen, wenn wir da eine Beschleunigung nach oben sehen würden, Waste Management dann automatisch Preiserhöhung durchgesetzt hätte. Mhm. Ja, und der zweite Faktor neben der Wertsteigerung des Unternehmens ist halt sozusagen der Cashflow, den wir aus dem Unternehmen ziehen können. Der ist nämlich unabhängig davon, und den ziehen wir dadurch aus dem Unternehmen, dass wir entweder eine Dividende einstreichen oder dass unser Eigentumsanteil am Unternehmen ansteigt, indem Aktien zurückgekauft werden. Aktienrückkauf ist für viele erstmal komisch, ist aber letztlich nichts anderes, wie wenn man die Dividende erhält und damit weitere Aktien des Unternehmens zukauft. Ja, nur, dass das Ganze auf Unternehmensebene passiert, hat den gleichen Effekt. Der Anteil jeder Aktie am Gesamtvermögen des Unternehmens steigt an. Und hier muss man jetzt natürlich überlegen, wie viel Cashflow man dem Unternehmen zutraut. Ich glaube, dass es etwa $5,65 sein sollten, dieses und nächstes Jahr. Und das wären dann beim aktuellen Kurs eben 5%. Und wenn wir jetzt zusammenrechnen, 3% Wertsteigerung pro Jahr über den Zyklus hinweg, 5% Cashflow-Rendite, dann liegen wir aktuell bei $113, eben bei einer 8%igen Renditeerwartung. Und das ist sozusagen, wie ich zu diesem Modell komme. Wenn man sagt, ich will aber eigentlich eine Aktie erst kaufen, wenn sie mir 10% pro Jahr einbringt, dann darf man natürlich nicht so viel bezahlen. Dann muss man sozusagen warten, bis die Bewertung so stark absinkt, dass man 7% Cashflow-Rendite hat. Und dann rechnet man wieder die 3% durch die Wertsteigerung drauf. Und dann dürfte man also maximal $81 bezahlen und müsste da jetzt einen Preisalarm im Aktienfinder setzen. Zum Beispiel, genau. Also die 8%, wer 8% haben will, Renditeerwartung laut deinem Modell, der könnte jetzt, für den wäre die Aktie $113 wert,
und dann könnt ihr die kaufen. Immer günstiger. Unter der Annahme, dass man selbst auch der Meinung ist, dass eben der Cashflow um 3% pro Jahr steigen kann. Ja, richtig. Unter diesen Annahmen. Ja, richtig. Das ist natürlich immer sehr interessant. Wie Jonathan schon sagte, es gibt unterschiedliche Modelle, wie man eine Aktie bepreisen kann, wie man den fairen Wert bestimmen kann, der ja immer nur eine Annäherung ist. Bei ihm war das jetzt die Eigentümerperspektive, der eine Verzinsung erwartet auf sein eingesetztes Kapital. Wir haben hier im Aktienfinder, jetzt hat sich der Zoom umgestellt, wir haben hier im Aktienfinder eine andere Logik, nämlich die Marktlogik sozusagen. Da gucken wir, was haben denn die Investoren bezahlt? Da gab es natürlich alle möglichen Investoren. Es gibt Investoren, die haben eine Aktie genauso bepreist wie der Jonathan, nach der Logik. Es gab andere Investoren, die waren vielleicht etwas spekulativer unterwegs oder haben überhaupt nicht bepreist, sondern einfach nur auf Kaufknöpfchen gedrückt. Aber in Summe haben sie die Preise bestimmt. Und die Preise, ihr wisst das, das ist das KGV beispielsweise. Und da ist dann auch ganz interessant, mit was kommen wir, in welcher Methodik können wir denn hier zum Beispiel rechnen mit der Fair Value Bewertung, wenn wir jetzt hier den bereinigten Gewinn zugrunde legen, den ich als eine geeignete Größe sehe, weil der eben sehr konstant verläuft, konstanter als der bilanzierte Gewinn beispielsweise, dann hätten wir hier auf die letzten 10 Jahre ein KGV von 22. Wir sehen aber, dass es immer gestiegen ist auf die letzten Jahre. Das heißt, je weiter man zurückgeht, umso billiger war die Aktie. Jonathan, du hattest 22 als faires KGV gesagt gehabt, glaube ich, richtig? 22? Ja, da kann ja jeder, das ist ja das Tolle am Aktienfinder, Thorsten, da kann jeder das eingeben, was er bereit ist zu bezahlen. Vielleicht, was man hier jetzt ja sieht, ist erstmal, dass es laut diesem Modell derzeit eine Überbewertung in der Aktie gibt. Ja, also dieses muss ich erst einblenden. jetzt sehen genau, wir. Also dieses Delta zwischen dem hier fairen Wert, dieser rot gestrichenen Linie und dem aktuellen Aktienkurs. Ich finde aber, man muss zumindest mal auf das Jahr 2021 schauen und dann ist diese scheinbare Überbewertung schon deutlich geringer. Warum? Weil sie eben Ende 2020 eine große Übernahme voll abgeschlossen haben und deshalb dieses Jahr der Gewinn und der Umsatz zweistellig steigen werden, voraussichtlich, wenn nicht wieder irgendeine Pandemie über uns hereinrollt. Ja, und deswegen ist sozusagen, wenn man auf das Jahr 2020 blickt, vielleicht die Überbewertung auch scheinbar zu hoch erstmal. Jetzt wirkt das ja immer noch überbewertet hier, aber es ist halt so, dass es derzeit so aussieht, dass der Kapitalmarkt oder ja, dass die Marktteilnehmer eben erwarten, dass das Unternehmen auch in den Jahren danach den Gewinn und den Umsatz relativ stark steigern kann. Und wenn man das deswegen jetzt schon mal auf 3 Jahre nach vorne betrachtet, dann kommt immerhin schon mal nach diesem Modell eine leicht positive Renditeerwartung heraus. Ja, 6,5% aufs Jahr, das ist schon, würde ich sagen, mehr als leicht. Also ist nicht mehr weit weg von den 8%, die du erzielen wolltest für einen Aktienkurs von 113. Wir sind ja hier bei 114. Ist im Prinzip eine und dieselbe Zahl. Und 6,5% ist von 8% jetzt auch nicht so furchtbar weit weg. Also es deckt sich dann, wenn man diesen Zeitverlauf hier nimmt, also die 3 Jahre, deckt sich das weitestgehend, würde ich sagen. Wir haben hier auch die prognostizierten Wachstumsraten laut Analystenschätzungen. Und wie du sagst, die sind also gut zweistellig. Die sind also beide Spaß höher als bei Apple, ne? nur so nebenbei. Ja, aber das Problem ist, es geht auch immer um das nachhaltige Wachstum. Und die kommen jetzt halt aus dem Corona-Tief, wo sie ein bisschen eine Delle hatten, ne? 10% weniger Gewinn. Und dann kommt jetzt zusätzlich noch die Übernahme hinzu, die ja auch nochmal den Umsatz und die Ertragskraft erhöht. Und deswegen haben wir jetzt hier so diesen kurzen Turbo. Aber da wird bald sozusagen der Antrieb verloren gehen. Und dann wird das Unternehmen wieder zurückkehren zu seiner organischen Wachstumsrate, die eben deutlich geringer ist. Mhm. Wobei, wenn wir jetzt von organischer Wachstumsrate reden, wir hatten jetzt im Jahr 2016, 17 und 18, auf jeden Fall 2016 und 2017 vermute ich keine Übernahmen. Da sind wir auch schon schwach zweistellig gewachsen mit 11, um die 11%. Auf 2018 hatten wir 30%, also da muss irgendwas passiert sein, irgendwas Anorganisches. Und auf den nächsten Jahre sind wir immer zweistellig, interessanterweise. Das ist natürlich mit Vorsicht zu genießen. Das sind Analystenschätzungen. Wer weiß, was sich die Leute gedacht haben. Das sind auch ein Stück weit Blackboxen, in die wir nicht reingucken können. Das sind ja fremde Gehirne. Deshalb mit Vorsicht zu genießen. Aber wie gesagt, wenn es so läuft, wie sich die Analysten das vorstellen und wie der Jonathan sich möglicherweise ein Szenario aufgebaut hat, wie es laufen könnte mit den Erwartungen, muss man immer verstehen, wie so ein Modell, welche Grundlagen das sind.
dann denke ich so irgendwo realistische Erwartungshaltung hier 6,5-8% im Jahr, irgend sowas, das könnte mit dem aktuellen Kursniveau möglicherweise drin sein, aber alles unter Vorbehalt, nur damit ihr so eine ungefähre Vorstellung habt. Würdest du das so unterschreiben? Natürlich darf man nie unterschreiben, ja, dass man hier sagt, so viele Prozent, aber... Nein, also ich würde letztlich sagen, dass halt die große Treibfeder, ob es nach oben oder nach unten geht, auf Sicht der nächsten Monate sein wird, wie sich die Zinsen entwickeln. Wenn die Zinsen auf US-Staatsanleihen, 10-Jährige, wenn die weiter ansteigen, weil wir in so ein inflationäres Szenario reinkommen sollten, dann kann es auch sein, dass die Aktie erstmal 30% nach unten kracht, wie viele andere Aktien in dem Fall auch. Umgekehrt, wenn jetzt die Fed sagt, nee, wir bleiben mit Vollgas darauf, wir geben weiter Vollgas, wir schauen, dass die Zinsen tief bleiben, auch am langen Ende, wir kaufen unendlich viele Anleihen letztlich auf, ja, dann kann es sogar sein, dass die Aktie wieder nochmal 30% höher steht in dem Jahr. Also das wissen wir einfach nicht. Ja. Es sind einfach so viele Faktoren. Und ich glaube auch insbesondere, je kürzer die Betrachtungsspanne wird, desto weniger hat eigentlich die Geschäftsentwicklung eine Aussagekraft. Wenn wir mal über 10 und über 20 Jahre denken, dann hat so, ob das KGV dann bei 18 oder bei 22 liegt, eine relativ geringe Auswirkung. Die viel größere Auswirkung ist dann, wie viel Cash wurde in dem Zeitraum generiert und wie hat sich das Unternehmen operativ entwickelt. Und da bin ich halt der Meinung, dass wir schon ein sehr stabiles Geschäftsmodell haben und dass dadurch, dass es immer weniger Wettbewerber gibt, eben diese tolle Situation eingetreten ist, dass die Gewinnmarge gestiegen ist. Und ich glaube eben auch, wenn wir eines Tages im selbstfahrenden Auto durch die Gegend kutschiert werden und uns der Starbucks-Kaffee von einem Roboter in die Hand gedrückt werden wird, dass wir dann immer noch Müll haben werden und insofern eigentlich ein relativ disruptionssicheres Geschäftsmodell haben. Du hast aber schon Zinsen angesprochen als Risiko. Das ist jetzt mehrfach schon gefallen. Wenn wir beim Risiko bleiben, siehst du noch andere Risiken, die die Zuschauer kennen sollten? Klar, jede unternehmerische Beteiligung ist mit erheblichen Risiken ausgesetzt, aber umgekehrt natürlich auch mit Chancen. Das ist ja das Tolle. Ja, wir bekommen immer das, was nach Bedienung aller anderen Ansprüche übrig ist. Und wie gesagt, Zinsen sind hier halt zu sehen, weil sie mit einigen Fremdkapital arbeiten. Ansonsten gibt es die schon angesprochene leichte Abhängigkeit von der Konjunktur. Mhm. Ja, wenn wir da jetzt wieder in so einen Corona-Schock oder in was auch immer für eine konjunkturelle Krise reinstürzen, dann wird auch der Gewinn wieder 10%, 20%, 30%, man weiß es ja nie, was für ein Szenario wir bekommen, nach unten gehen. Weiterhin kann, und das ist vielleicht auch ein Risiko, was man im ersten Moment gar nicht so sieht, eines der Probleme des Unternehmens, ja, das hat ganz, ganz viele Vorteile, aber wir wollen ja den Unternehmen nicht schönreden, nicht bewerben, wir bekommen leider beide kein Geld dafür, Thorsten, für dieses Video, aber ein Problem ist, dass es relativ langsam wächst und wenn man sich die Frage stellt, woher kommt meine Rendite, die Dividendenrendite liegt nur bei 2%, klar, Sie können Aktien zurückkaufen, Sie können ein paar kleine Wettbewerber kaufen, aber da muss letztlich auch noch eine Wachstumskomponente da sein und wenn es Ihnen nicht gelingt, sollte, jährlich 3, 4, 5 oder sogar jetzt zweistellig zu wachsen, dann wird möglicherweise der Aktienkurs in 5 oder auch in 10 Jahren noch relativ nahe am heutigen Niveau herumgurken und dann hast du halt 2 oder 3 oder 4% Dividende gehabt, da kannst du dann mal deine Frau oder Freundin zum Eis einladen, aber viel, viel mehr ist dann da nicht drin gewesen. Ja, also das muss man einfach sehen, wir haben ein relativ langsam wachsendes Unternehmen, ausgereiftes Geschäftsmodell und wenn jetzt beispielsweise die Zinsen deutlich nach oben gehen sollten, dann wird sich hier einfach erstmal ein Buchverlust auftürmen. Dass die Amerikaner immer weniger Müll produzieren und deshalb sozusagen die Basis von Waste Management so stückchenweise entzogen wird, ist nicht so realistisch. Also wer das glaubt, der sollte die Aktie nicht kaufen oder sogar verkaufen, ne? Weil wenn das, wer ist die Basis des Geschäftsmodells, das läuft schon auch über das Volumen. Ich habe da heute auf Twitter ein ziemlich lustiges Bild gesehen, ja, an den Supermärktkassen bekommst du jetzt ja keine Plastiktüten mehr, weil wir Müll einsparen sollen. Gleichzeitig siehst du jetzt an den Eingängen im Obst- und Gemüseregal, weil die Leute ja so faul sind, immer geschälte Orangen, geschälte Ananasstücke und das ist alles wieder in Plastikschalen verpackt. Also das ist das, was wir hinten an der Kasse einsparen, haben wir dann vorne zusätzlich im Einkaufswagen. Und letztlich hat es ja auch seinen Grund, weshalb Müll anfällt. Ja, klar versuchen wir das zu minimieren, weil es ist schade, wenn wir Ressourcen verschwenden, aber es lässt sich nicht immer minimieren. Ein Hotel, was ein Frühstücksbuffet anbietet, da wird immer etwas übrig bleiben. Oder wenn du ein Haus baust, dann wird da auch immer irgendein Baumüll übrig sein. Ja, und Autos und alle möglichen Dinge in unserem Leben, die wir eben verbrauchen, der Joghurtbecher, wir werden den Joghurt nicht irgendwie ohne Verpackung kaufen können. Wir brauchen da eine Verpackung. Ja, und deswegen gut
möglich, dass es so leichte Reduzierung geht, aber ich glaube nicht, dass wir in 10 Jahren gar keinen Müll mehr haben werden. Und letztlich bietet sich da auch ein Stück weit eine Chance, weil wenn dieses Umwelt- und Recyclingbewusstsein zunimmt, dann könnte Waste Management das Recyclinggeschäft ausbauen. Sie arbeiten daran, künftig ihren Kunden 2 Optionen anzubieten. Derzeit ist ja immer sozusagen der Versuch, den preisgünstigsten Anbieter zu wählen. Das heißt, der Müll wird halt so günstig wie möglich entsorgt, solange das den Umweltvorschriften entspricht. Künftig sollte es ein zweites Angebot geben, und zwar eine möglichst umweltschonende Entsorgung. Und wenn man da jetzt an so Unternehmen wie Apple und so weiter denkt, die ja eh immer auf Nachhaltigkeit setzen, kann ich mir schon vorstellen, dass hier das eine oder andere Unternehmen oder auch der eine oder andere private Haushalt sagt, ich zahle gerne 20% mehr für die Entsorgung meines Mülls, und dafür packt ihr Waste Management das in eine Recyclinganlage und führt so viel wie möglich wieder dem Rohstoffkreislauf zu. Und dann hätten sie hier halt ein Wachstum, was möglich wäre. Es ist aber heute schwer vorherzusagen, wie groß dieses Geschäft werden wird, weil es vermutlich auch viel über Subventionen, politische Regulierungen, strengere Gesetze, Umweltauflagen geschehen wird und nicht so sehr aus eigenem Antrieb. Und da wir alle nicht wissen, was die Politiker morgen beschließen, wir haben jetzt unter dem Joe Biden sicherlich einen Präsidenten, der mehr in diese Richtung denkt. Ja, aber was dann letztlich davon in Gesetze gegossen werden wird, müssen wir einfach abwarten. Richtig, also ist auch eine politische Geschichte, das Ganze hatten wir auch schon erwähnt. Aber auch schön zu sehen, dass es jetzt hier nicht nur Risiken gibt, sondern tatsächlich auch Chancen, neue Geschäftsfelder aufzuziehen, immer noch im Müll drinnen, mit beispielsweise jetzt dem Recycling, was als Segment, glaube ich, schon existiert, ne, aber noch keinen so großen Umsatzanteil hat am gesamten Unternehmensumsatz. Ja, 5% sind es bisher. Ja, okay, sehr gut. Jonathan hat auch in der Aktienanalyse ganz ordentlich hier die Risiken und weitere Punkte erwähnt, auf die man schauen könnte, wenn man sich überlegt, ob man ein Investment in Waste Management eingehen möchte. So diese Liste, das ist ein richtiger Fragenkatalog, den man sich selbst beantworten kann. Der ist auch allgemein gültig, das heißt, der kann unabhängig von der jeweiligen Aktie herangezogen werden, um besser beurteilen zu können, ob das Investment geeignet scheint oder eben nicht. Ich gebe zu, wenn ihr jetzt mal da lang scrollt, seht ihr, dass da schon etwas Arbeit drin steckt, nicht wahr, Jonathan? Also das ist sicherlich mehr, als der durchschnittliche Aktionär sich Gedanken machen möchte. Aber man muss ja nicht alles nehmen, man kann sich ja aber an dieser Liste durchaus inspirieren lassen. Richtig, ja, es ist eine Checkliste, jeder kann daraus machen, was er mag oder auch nicht mag. Mir persönlich hilft das einfach, wenn ich, bevor ich eine Aktie in mein Depot kaufe, so ein paar Punkte abzuhaken, weil letztlich, du kennst ja die Situation, man hat eine Aktie im Depot, sie läuft überhaupt nicht so, wie man es sich vorgestellt hat, dann denkt man, Mensch, hätte ich damals nur noch überlegt, ob ich die wirklich will oder habe ich die überhaupt verstanden, bevor ich sie dann ins Depot gekauft habe. Und um das halt zu vermeiden, habe ich mir für mich persönlich diese Checkliste definiert. Bei manchen Punkten gehe ich schnell drüber, mache einen Haken oder sage, das ist nicht relevant, und andere Fragen beantworte ich mir halt intensiv, ja. Ja, sehr schön. Macht auf jeden Fall eine Menge Eindruck. Ist auch schön bunt, die Liste. Gut, dann fällt dir noch was ein zum Waste Management, was du noch sagen möchtest? Ich glaube, wir haben über vieles gesprochen. Du hast ein paar Fragen ja auch vorbereitet, Thorsten. Vielleicht noch die eine Frage, wie kann ein Unternehmen mehr Cashflow haben, als es Gewinn ausweist? Und da bin ich ja auch schon gespannt auf deinen Eindruck, weil du hast jetzt hier mir viele Fragen gestellt. Du hast die Aktie noch nicht im Depot, und da sind wir natürlich dann auch noch gespannt, ob sie jetzt für dich zumindest mal auf die Watchlist kommt. Oh, muss ich mich outen. Ja, okay, aber zuerst machen wir mal die eine Frage. Richtig, die hätte ich mir mal ausgedacht, weil Jonathan hat, glaube ich, auch in der Analyse geschrieben gehabt, dass dieses Unternehmen mehr Geld, mehr Cashflow generiert, also tatsächlich mehr Geld einspielt, mehr Geld in die Kasse kommt, als es Gewinn erwirtschaftet. Und das nicht nur in einem Jahr, sondern es war sukzessive. Und da habe ich gesagt, Jonathan, das wäre doch eine interessante Frage, weil wie kann ein Unternehmen mehr Geld einnehmen, als es an Gewinn erwirtschaftet, an bilanziertem Gewinn? Und da kriegen wir jetzt bestimmt die Antwort. Ja, da gibt es sicherlich auch ein bisschen Kritik von meiner Seite, und zwar insbesondere in Richtung USA gehend. Ich bin ein USA-Freund, aber eine Sache, die mir nicht so gefällt, ist so diese Idee, Gehälter nicht in bar zu bezahlen, ja, dann fließen die ja vom Konto ab, sondern zu sagen, du kriegst einfach Aktien. Und diese Aktien werden neu ausgegeben und werden in der Gewinn- und Verlustrechnung durchaus als Kosten verbucht, aber da fließt natürlich kein Geld ab, ja, weil das Unternehmen die Aktie eben neu ausgibt. Die wird nicht am Markt gekauft und dann dem Mitarbeiter ausbezahlt, sondern die wird einfach neu erschaffen und dann
hat man keinen Geldabfluss, obwohl der Lohnaufwand ja gebucht wurde. Mhm. Das sehen wir insbesondere bei ganz vielen Tech-Unternehmen, wenn die immer mit ihren riesigen Cashflows werben. Letztlich sind das permanente Kapitalerhöhungen. Ja, es ist gut, dass Mitarbeiter am Unternehmen beteiligt sind, dass sie unternehmerisch denken, aber ich finde immer, um diesen Posten sollte man den Free Cashflow eigentlich bereinigen. Das ist bei Waste Management aber nicht der entscheidende Faktor, es ist ein Faktor. Bei Waste Management ist es ein anderer Faktor, und zwar verbuchen Sie für diese Deponien, die eine gewisse Lebensdauer haben, dann irgendwann voll sind und dann beobachtet werden müssen über viele Jahre, da verbuchen Sie einfach Rückstellungen. Das heißt, die sagen, eines Tages werden wir da Mitarbeiter und so weiter noch bezahlen müssen, die dann über die Jahrzehnte über den Müll wachen. Und das wird jetzt schon als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung verbucht, obwohl da jetzt ja noch kein Geld abfließt, weil das passiert dann in 50 Jahren, wenn die Deponie voll ist und nicht heute. Und das führt dazu, dass wir eben mehr Cashflow haben, als wir Gewinn haben. Und das führt letztlich halt dazu, dass die Kassen des Unternehmens permanent voll und voller werden. Und das ist halt letztlich eine der ganz positiven Eigenschaften dieser Aktie. Die generiert Cash, das ist völlig verrückt. Ja, vermutlich werden diese ganzen Halden auch abgeschrieben, ne? Und was ja auch keine echten Kosten verursacht. Die Dinger werden ja mal gebaut, die Mülldeponien. Und dann danach werden sie nur noch benutzen, Anführungszeichen. Wobei man da natürlich wieder das Gegenargument bringen muss, immer wieder werden die auch erweitert, ja, dann aktivieren sie das wieder. Das heißt, da haben sie dann wieder mehr Cash-Abfluss, als sie in der Gewinn- und Verlustrechnung verbuchen. Aber du hast schon recht, ja, das ist auch noch ein Faktor. Okay. Ja, genau, das war die eine Frage. Und die andere Frage ist jetzt, natürlich hast du mir gestellt, ob ich mir die jetzt ins Depot legen möchte. Da muss ich jetzt erst nochmal auf die Aktienanalyse von Jonathan verweisen. Da muss ich erst nochmal hier diese ganzen Punkte hier in Ruhe durchgehen, bevor ich da zu einem echten Urteil komme. Denn ich will jetzt auch nicht einfach so auf die Schnelle eine Investmententscheidung treffen. Interessant ist das Unternehmen auf jeden Fall, da ich auch denke, dass es ein Geschäftsmodell sehr nachhaltig ist. Ist natürlich keine Aktie, mit der man über Nacht reich werden kann. Aber ja, dafür sind wir ja auch nicht hier, ne? Sondern wir wollen ja also langfristig jetzt haben wir Vermögen Zuschauer aufbauen. Verloren. Also jetzt haben wir Zuschauer verloren. Ach, wer bis jetzt zugeguckt hat, 56 Minuten, 35 Sekunden, das ist schon okay. Also für einen langfristigen Vermögensaufbau erscheint mir die Aktie durchaus geeignet. Insofern ist sie erstmal interessant. Ich gucke mir das Ganze nochmal im Detail an und dann mal schauen, wo ich mein Kauflimit setzen werde. Ja, das wäre quasi mein Fazit gewesen, Jonathan. Das war jetzt doch relativ erschöpfend zu Waste Management. Wer mehr wissen möchte, den lade ich ein, die Aktienanalyse von Jonathan auf dem Aktienfinder-Blog zu lesen. Kostenlos erhältlich, solange der Vorrat reicht. Und dann würde ich mich fürs Zuschauen bedanken und bis zum nächsten Mal und natürlich selbstverständlich auf gute Investments. Ciao. Ciao. Danke, Jonathan.